Einen wunderschönen guten Morgen, Gott zum Gruße. Ich grüße dich ganz herzlich zum Engeltrend für den 26. April 2020. Heute begleitet dich Mutter Maria, sagt diese Karte, und legt dir natürlich dementsprechend ihren aquamarinblauen Mantel der Vergebung an. Es geht ganz viel um das Thema Mitgefühl. Mitgefühl mit dir selbst und anderen Menschen. Nicht zu verwechseln mit Mitleid. Das ist ein großer Unterschied. Mitleid bedeutet Mitleiden. Mitgefühl heißt wirklich auch das Gespür dafür zu bekommen, was braucht man gegenüber wirklich. Ne? Liebe gibt dem anderen immer, was er braucht, aber nicht unbedingt das, was er will. Also schau genau hin, wo gibt es Situationen, wo du momentan gucken musst, wo du hinschauen darfst, wo du vor allen Dingen auch Mitgefühl mit dir selber haben darfst, um dich weiter zu entwickeln. Der Engel Tarot sagt, das ist die Karte 6 der Luft, es geht aufwärts. Grundsätzlich geht es in deinem Leben gerade aktuell wieder aufwärts. So hat es in den letzten Monaten wahrscheinlich eher eine Abwärtskurve, einen Abwärtstrend in verschiedenen Lebensbereichen. Und jetzt darf es endlich wieder aufwärts gehen, sagt diese Karte. Es geht wieder voran, schwierige Situationen werden jetzt beendet und du trittst eine Reise an, die für dich sehr, sehr positiv und sehr, sehr schön sein wird. Aus dem Erzengel Gabriel Orakel habe ich dir die Karte verdienstvoll gezogen. Diese Karte möchte dich darauf hinweisen, und Erzengel Gabriel möchte dich darauf hinweisen, dass du die Hilfe des Himmels in vollen Atemzügen verdient hast und diesen Aufwärtstrend in deinem Leben, der ab heute beginnen darf, auch verdient hast. Denn genau darum soll es jetzt gehen. Du hast die Hilfe des Himmels schon absolut verdient und die Engel sind an deiner Seite. Du wirst wie alle Kinder Gottes unendlich bedingungslos geliebt, wie wir alle unendlich geliebt werden. Das möchte Gabriel dir ganz, ganz dringend mitteilen an dieser Stelle, damit du dich wieder daran erinnern kannst. Und dein Gebet, da dreht es sich heute um die bessere Gesundheit mit diesem wunderschönen Erzengel Raphael-Orakel. Ein Orakel, was es leider im Handel nicht mehr gibt, aber es gibt ja mein Kraft der Engel-Orakel im Handel und das findest du natürlich im Beschreibungstext. Aber ich liebe es sehr, mit diesem wunderschönen Orakel zu arbeiten. Und wir wollen für den heutigen Tagesenergie wie immer miteinander beten. Und wenn du dem Gebet zustimmst, schreibe mir dreimal Amen in die Kommentare. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke für eure tröstende Zusicherung in dieser Situation und in meinem ganzen Leben. Amen. Ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag, Gott segne und behüte dich. Er schicke dir alle Engel an deine Seite, damit sie dich leiten, führen und begleiten. Licht und Liebe und bis morgen früh zum Engeltrend des Tages, Udo Golfmann. Tschüss.